Moin, 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 moin. Was geht, was geht, was geht, liebe Kommandofreunde? Ich habe gerade so ein bisschen experimentiert. Ich wollte mal eine andere Begrüßung machen, aber irgendwie flutscht das nicht so. Also irgendwie dieses Moin, 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 was geht, was geht, was geht. Das ist irgendwie so optimal. Dann ist man schon richtig im Flow und dann geht das los. Ja, dann geht das los. Erstmal möchte ich gerne ein bisschen reagieren auf Themen und Fragen aus den Kommentaren von gestern und heute. Der LucasArts-Sammler hat geschrieben und hat gefragt, was denn meine erste Konsole gewesen wäre. Und ja, da sind meine Erinnerungen so ein bisschen fuzzy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht, ob es das NES war oder das Master System. Eins von beidem ist es gewesen, aber ich weiß nicht mehr, was zuerst kam. Sorry, also das ist irgendwie, ja, ich weiß aber noch, dass ich auf dem NES, also da hatte ich dann diese 3-in-1-Cartridge, ne, mit Tetris, Nintendo World Cup und Super Mario, und dass ich damit sehr viel Spaß hatte damals, das weiß ich noch. Und auf meinem Master System hatte ich Alex Kidd. Ich hatte aber ein Master System 1, also ich hatte jetzt nicht die Konsole mit dem Alex Kidd integriert, also das Master System 2 hatte ich, glaube ich, nicht. Nee, also ich kann mich ganz eindeutig erinnern, dass ich Master System 1 gehabt habe. Aber mit Alex Kidd halt. Und Alex Kidd fand ich damals auch sehr, sehr geil. Dann hat er auch noch gefragt, wie ich das, oder was ich besser finde, halt so wie früher, lange auf ein Game sparen, ne? Also so aus der Jugend, aus der Kindheit, so lange auf ein Game sparen und dann ein Game zocken. Oder als Erwachsener halt heutzutage einfach mal bei so einer 5 für 3 Aktion mitzumachen. Ja, und dann mal einfach so in den Laden zu gehen und 5 Games zu kaufen. Ne? Und ich glaube, ich weiß, worauf er so abzielt. Und ich kann das ja unterstreichen eigentlich. Ne? Also das Ding ist halt, das ist ein ganz anderes Ding irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das gerade ausdrücken soll. Wenn man halt lange Zeit auf ein Spiel spart, auf ein ganz bestimmtes Spiel, und man freut sich da schon länger drauf und endlich ist es soweit, das Spiel steht im Laden oder vielleicht ist gerade Release oder vielleicht auch nicht, ne? Und man geht auf jeden Fall nach Wochen des Sparens in den Laden und kauft sich ein Spiel, dann ist das ein ganz anderes Feeling, als wenn man mal eben als Erwachsener mit 150, 200 Euro in den Laden geht und kauft sich 5 Games und kommt nach Hause und hat 5 Games. Das ist auch schon eine kleine Art und Weise von dieser Übersättigung, über die ich auch gestern schon zweimal gesprochen habe in anderen Kontexten. Ne? Und ja, also ich finde es heute natürlich cool, das machen zu können, weil man dadurch halt günstiger an Games kommt, die man sich wahrscheinlich sowieso irgendwann gekauft hätte. Aber dieses eine Spiel, auf das man total heiß ist, ne, das ist schon, ja, ist schon eine andere Nummer. Und man feiert das dann ganz anders, als wenn man jetzt so, ja, ein Bundle mit 5 Games kauft. So, das ist meine Meinung dazu. Was ich jetzt besser finde, ist schwierig zu sagen. Also es gehört irgendwie beides zum Lebenszyklus eines Gamers dazu, sage ich mal. So, also zumindest, wenn man halt schon als Kind Gamer ist und dann halt bis ins Erwachsenenalter weiterhin Gamer ist, dann wird es halt jedem so ergehen und beides gehört irgendwo dazu. Und beides ist auch irgendwie cool und hat seine Daseinsberechtigung. Ne? Dann gab es noch ein Thema, auf das ich reagieren wollte. Shit, jetzt fällt es mir aber nicht ein. Sorry. Vielleicht gucke ich später nochmal rein und mache das dann morgen. Heute gibt es nur einen kurzen Vlog, denn ich bin heute unterwegs zu einem Kundentermin und da muss ich nicht so weit fahren von mir zu Hause. Bin jetzt fast schon auf halbem Weg, kann man sagen. Und ja, dann mache ich da ein bisschen meinen Kundentermin und dann fahre ich wieder zurück ins Homeoffice und arbeite weiter von zu Hause. Jo, so, und dann gibt es von mir noch ein kurzes Update zu Bloodstained. Ich habe mir gestern Abend meine letzte Trophäe geholt.
Nightmares End war das. Und was soll ich euch sagen, Freunde? Ich glaube, dass das der zweitschwerste Run ist, den man überhaupt in dem Spiel machen kann. Also das war für Leute, die das Spiel kennen und auch schon einiges an Zeit reingesteckt haben, es war der Ultimate Mode, aber alle Allies ignoriert quasi, also vorbeigelaufen. Ne? Und man hat in diesem Ultimate Mode hat man einige Fähigkeiten, so Double Jump und so, die das Gameplay an sich ein bisschen einfacher machen, aber die Bosse sind schwieriger. Also die haben dann schnellere Patterns und können auch mehr einstecken und so. Und da habe ich mich insbesondere beim zweiten Boss, da habe ich mich wirklich sehr schwer getan. Und ja, freue mich aber, dass ich das Spiel jetzt quasi 100% completed habe, weil es wirklich ein sehr geiles Game. Ich bin Kickstarter-Backer, deswegen habe ich den Download-Code halt so bekommen. Ich habe aber gestern in den Kommentaren gelesen, das soll wohl nur 9,99 € kosten. Also da macht man so als Retro-Fan, sage ich mal, macht man absolut nichts falsch. Guckt euch ein bisschen Gameplay an und dann checkt mal, ob ihr das für euch kaufen wollt. Es gibt es auf jeden Fall auf Switch und PS4. Ich nehme an, auf Xbox One auch, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Auf jeden Fall seine 9,99 € definitiv wert, ein saugeiles Retro-Art-Game. Jo. Damit sage ich mal, ja, bin ich auch raus für heute. Tut mir echt leid, ich hatte mir noch ein Thema aus den Kommentaren zurechtgelegt, aber es will mir einfach nicht mehr einfallen. Und deswegen schwafel ich auch heute mal nicht rum, ne? Kann auch mal ein kurzer Vlog sein, muss ja nicht immer 20 Minuten sein, Freunde. Ich bin raus. Tschaußen!